Nach dem Nokia 6 kommt das Nokia 8 auf den Markt. Das liegt jetzt nicht daran, dass der Hersteller irgendwie verlernt hätte, wie man zählt, wie man vielleicht jetzt meinen könnte. Stattdessen kann ich mir vorstellen, dass das Nokia 8 so viel besser ausgestattet ist als das Nokia 6, dass man sagt, okay, wir klemmen uns die 7, wir machen direkt bei der 8 weiter. Und ich finde, wenn man das Gerät hier so anfasst, das merkt man auch. Und wie genau, das will ich euch jetzt in der Nahaufnahme zeigen. Ich habe euch jetzt hier einmal zu Vergleichszwecken das Nokia 6 mitgebracht. Das ist dieses hier, nur damit ihr mal seht, dass A, der Bildschirm des Nokia 8 unglaublich viel heller ist und B, dass sich HMD Global, der Fertiger, an seiner eigenen Designsprache hier trotzdem hält. Denn ich finde, beide Geräte, auch wenn man die immer umdreht, sehen sich doch schon ein bisschen ähnlich. Aber ich packe jetzt mal das Nokia 6 beiseite, denn darum soll es ja nicht gehen. Es soll ja hier um das Nokia 8 gehen. Fangen wir auf der Rückseite an, da ist man bei HMD Global ganz schön stolz drauf, denn das Gerät ist aus einem kompletten Aluminiumblock gefräst. Das ist eloxiertes 6000er Aluminium, das sorgt dafür, dass das Gerät so ein bisschen schimmert und glänzt, zieht aber allerdings auch Fingerabdrücke magisch an. Und trotzdem hat man hier einen guten Job gemacht, wie ich finde, denn wo sind die Antennenstreifen? Ganz einfach, die hat HMD Global hier unten und hier oben versteckt. Das hat gleich zweifach Vorteile. Neben dem optischen Vorteil könnt ihr das Gerät nämlich halten, wie ihr wollt. Ihr könnt niemals beide Streifen auf einmal verdecken, wenn ihr telefonieren wollt. Ist doch eine praktische Sache, oder? Das zweite Prunkstück auf der Rückseite ist natürlich die Kamera. Das ist hier eine Dual-Kamera, wie wir sehen, die in Kooperation mit Zeiss entstanden ist. Die ist aufgebaut wie eine Kamera, ähnlich wie bei Huawei. Die hat nämlich einen Monochrom-Sensor und einen Farbsensor. Das heißt, der Monochrom-Sensor sorgt dafür, dass ihr Tiefenunschärfe besser aufnehmen könnt und der Farbsensor koloriert das Bild. Das hat den Vorteil, dass ihr den Fokuspunkt auch nachträglich auf dem Bild neu setzen könnt und so schöne Bokeh-Fotos machen könnt. Beide Sensoren lösen mit 13 Megapixeln auf. Dann gehen wir jetzt hier auf die Seite, wo die Bedienelemente liegen. Die sind eigentlich für sich nicht besonders. Hier ist die Lautstärkewippe, hier der Ein- und Ausschalter. Nichts davon ist irgendwie besonders hervorgehoben, dass man es gut tasten könnte, aber das sollte trotzdem auch blind funktionieren. Auf der anderen Seite ist dann lediglich noch der Einschub für die SIM-Karte. Oben, für die meisten vielleicht noch ganz wichtig, der Kopfhöreranschluss. Und auf der Unterseite ein USB 3.1 Anschluss mit dem Typ-C-Stecker. Und daneben noch zwei Lautsprecherschlitze. Wenn wir das Ganze mal umdrehen, dann haben wir noch eine Frontkamera, die ebenfalls mit 13 Megapixeln auflöst und auch 4K-Videos unterstützt, was auch die rückwärtige Kamera kann. Und hier unten dann noch die Leiste mit den Sensor-Buttons, da haben wir einmal zurück, einmal die Multitasking-Übersicht und einmal den Home-Button, in dem natürlich auch ein Fingerabdrucksensor integriert ist. In der Mitte natürlich das Wichtigste ist ein 5,3 Zoll großer LCD-Bildschirm. Der löst mit WQHD auf, bietet also ein gestochen scharfes Schild. Ich glaube, das sind um und bei 550 Pixel pro Zoll. Also einzelnen Pixel kann ich hier mit meinem bloßen Auge nicht erkennen. Und ich finde, das macht einfach einen super Eindruck und ist, wie gesagt, auch noch wunderschön hell. Für viel Leistung soll im Inneren der Snapdragon 835 sorgen. Also hier verbaut HMD Global den aktuellen Top-Chipsatz von Qualcomm. Dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Flash-Speicher. Den könnt ihr bei Bedarf aber noch um 256 GB per MicroSD-Karte erweitern. Für genug Leistung und genug Speicher ist hier also gesorgt. Damit solltet ihr jedes Spiel spielen können und auch mit diversen Apps arbeiten können, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Damit ihr damit auch lange spielen und arbeiten könnt, verbaut HMD Global einen Akku mit 3090 mAh. Der hat auch noch eine Quick-Charge-Funktion. Ist also schnell wieder aufgeladen. Jetzt noch zur Software. Wie ihr hier seht, ist Android 7.1.1 in Reinform installiert. Es gibt hier also keine Bloatware, keine unnötigen Apps. Ihr habt den Google Assistant ab Werk mit an Bord. Und wie ihr hier seht, ist das Ganze dem Pixel nicht unähnlich. Es gibt hier den App-Drawer zum Hochziehen und zum Runterwischen zum Beenden. Das Einzige, was fehlt, sind die charakteristischen Buttons hier unten. Das ist ja durch die Sensorbar gelöst. Viel Wert hat man natürlich auf die Kamera-App gelegt, die öffne ich jetzt einmal. Wenn man schon so viele tolle Kameras hat, dann liegt das natürlich nahe. Die bietet nämlich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich zeige euch das einmal hier, wenn ich hier unten auf das Kamerasymbol drücke. Dann kann ich den manuellen Modus auswählen und viele Dinge einstellen. Ich kann den Live-Bokeh-Modus auswählen und dann halt schicke Bokeh-Fotos, sprich Porträts machen. Oder ich nehme Panorama auf. Dann gibt es natürlich noch eine Videofunktion. Ich kann Videos in 4K aufnehmen und dann gibt es hier auch noch eine Besonderheit. Wenn man nämlich hier nochmal drauf drückt, dann kann man nicht nur die Frontkamera dann auswählen, sondern auch dual. Das heißt, man benutzt die Frontkamera und die rückwärtige Kamera gleichzeitig und kann dann quasi vorne und hinten 4K gleichzeitig aufnehmen. Sie haben dann das so dargestellt, dass man dann zum Beispiel die ersten Schritte von seinem Kind aufnimmt. Und wenn man möchte, dann kann man hier das auch noch über den Live-Button direkt live auf Facebook oder YouTube streamen und andere daran teilhaben.
Ich finde, direkt aus der Box macht das Nokia 8 einen richtig guten Eindruck. Es fasst sich toll an, das Display sieht einfach toll aus, die Kamerafunktionen gefallen mir gut. Wie sich das Ganze im Test schlägt, das müssen wir dann sehen. Das Ganze geht für 579 Euro über den Ladentisch und ist ab dem 8.9. erhältlich. Jetzt natürlich meine Frage an euch. Kommt das Gerät für euch in Frage? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mein Name ist Marco von Curve. Auf Wiedersehen. Und da fange ich auf der Rückseite an. Das Gerät ist aus einem